Das meine ich. Dass Guybrush in die andere Richtung guckt. Können wir mit ihr eigentlich nochmal reden? Wegen des Schiffs. Was ist damit? Haben Sie kein anderes? Sind Sie sicher? Wie war das noch gleich mit den Vorschriften? Haben Sie kein anderes Schiff für mich? Was ist denn mit diesem hier nicht in Ordnung? Es ist rosa. Nein, eigentlich Fuchsia. Aber es ist rosa. Mit einem Hauch von Malve. Aber es ist rosa. Die Farbe heißt brutal rosa, glaube ich. Sehr brutal. Aber es ist rosa. Nein, eigentlich Fuchsia. Sieht nicht sehr abschreckend aus. Dieses Schiff gehört der Regierung. Es darf nicht für Piratenfahrten verwendet werden. Verdammt. Menno. Meine Crew wird mich auslachen. Ich habe das Gefühl, dass sie das ohnehin gewohnt sind. Na egal. Na egal, es ist perfekt. Ja, ich denke, es passt zu Ihnen. Sind Sie sicher, dass Sie kein anderes Schiff haben? Entweder dieses oder keines, undankbarer Kerl. Na gut. Ach nichts. Dann müssen wir wohl mit dem Schiff leben. Aber wir brauchen immer noch einen Navigator. Und den müssen wir wohl irgendwie im Beleidigungsarmdrücken besiegen. Also wir können wahrscheinlich so lange probieren, wie wir wollen, nehme ich an. Oh Gott, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen einmal ganz rumlaufen. Oh, die beiden sind weg. Was will wir hier jetzt... Nein, im Rathaus ist ja keine Elaine mehr. Scamba. Ja. Geh rein, Guybrush. Und dann wollen wir einmal Beleidigungsarmdrücken spielen. Weil wir müssen da ja so langsam mal... Echt, dieses mit dem kaputten Dartpfeil da... Können wir mit denen eigentlich noch mal reden? Ahoi, Matrosen. Verzeihung. Wetten, dass er nicht noch mal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Dreifache 8. Wirf eine dreifache 8. Hier passiert gar nichts. Ich bin beeindruckt. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Nein, ich habe genug gesehen. und wirklich? Ja, ich weiß. Ja, ich werde dann mal gehen. Bist du immer noch da? Ja. Das heißt, wir gehen einmal wieder rüber zum Beleidigungs... wobei, waren wir schon mal hinten in der Küche? Ich glaube noch nicht, oder? Was hinter dieser Tür ist, kann man noch nicht mal mit einer Rettungsweste retten. Ich sehe hier nichts, das ertränkt wird. Außer vielleicht ein paar Sorgen. Was? Ausgestopfter Fisch? Dieser Fisch hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das hebe ich nicht auf. Können wir in die Küche... Hey, in der Küche hast du nichts verloren, du jämmerlicher Klappautermann. Warum lässt mich eigentlich nie jemand in die Küche? Stimmt. Hat Kessel? Prima für Popcorn. Okay. Wenn die sehen, wofür ihr Mast benutzt wurde, werden die nicht begeistert sein. Ich habe eigentlich nicht vor, ein Feuer zu legen. Um den Kessel? Ich fürchte, dafür sind meine Hosentaschen etwas zu klein. Na gut, dann machen wir nochmal Beleidigungsarm drücken. Hallo, Mr. Käse. Was gibt's? Wie wär's mit einer Runde Beleidigungsarm drücken, Mr. Super Bizeps? Jederzeit. Wenn Sie gewinnen, haben Sie einen Navigator. Sie fangen an. Ich glaube, wir müssen noch mehr Antworten lernen. Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Ich zittere. Oh, ich zittere. Ah, das wusste er nicht. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Das war auch falsch. Nach diesem Spiel trägst du den Arm in Gips. Nach diesem Spiel trägst du den Arm in Gips. Ach, das sind große Worte für einen Kerl ohne Grips. Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Was? Dann ist alles klar, du bist deshalb so dick? Dann ist alles klar, du bist deshalb so dick. Das war richtig? Nein, das gibt's nicht. Meine Großmutter. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Ich bin der Gummi. Der Kleister bist du. Oh, fast gewonnen. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, zu schade, dass keiner davon in deinen Armen ist. Sehe ich Spuren der Angst in deinem Gesicht? Das sind große Worte für einen Kern ohne Grips. Pusteln, Arm, was?
Unglaublich erbärmlich, das sag aber jetzt ich. Ich wusste vor allem, was zählen kannst. Wobei du vor allem dicken Augen, Atem. Was, wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke? Hm? Sitz mir gegenüber, was fragst du mich? Du schwächlicher Wicht? Moment, kann man hier... Was? Ich zittere. Ich bin der Gummi, der Kleister bist du. Das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Das war richtig? Das gibt's ja nicht. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. Ich zittere. Haben wir ihn jetzt? Ich zittere. Fast. Was? Alle Welt fürchtet die Kraft meiner Faust. Wobei mir vor allem vor deinem Atem graust. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. Was? Behalt sie für dich, sonst bekomme ich noch Pusteln? Na, behalt sie für dich, sonst bekomme ich noch Pusteln. Ha! Was? Hey, schau mal da drüben. Was? Hey, schau mal da drüben. Ja, ich weiß. Ah. Ein dreiköpfiger Affe. Ich zerreiße deine Hand in 1 Million Fetzen. Armen zählen. Hier! Ich wusste gar nicht, dass du so weit zählen kannst. Zu breit zermalmen? Ich werde deine Knochen zu breit zermalmen. Ich zittere. Ha. Ich zittere. Oh, jetzt müssen wir es ihm aber auch mal zeigen hier. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Ich bin der Gummi. Yes. Der Kleister bist du. Ja. Ja, gewonnen. Woo. Du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere. Du hast einen Navigator. Yes. Ist das Schiff? Sieht nicht besonders seetauglich aus. Na, wenigstens stinkt es nicht nach Affen. Seid ihr bereit? Aye, aye, Captain. Wenn's sein muss. Nein. Zwing mich nicht, dich zu schlagen, Otis. Wunderbar. Von mir aus kann's losgehen. Dann legen wir ab und segeln nach Luke Ryland. Immer auf der Suche nach dem Abenteuer und einem Unterlassungsbefehl. Mhm. Und am Ende gibt es wieder Tränen. Denkt an meine Worte. Mr. Käse, sollten wir diese dunklen, unheilverkündenden Wolken nicht besser umsegeln? Unsinn, Kapitän. Ein paar Regentropfen haben noch niemandem geschadet. Lukenschalken! Schleichfahrt! Segelreffen! Kiel auspumpen! Ey, Finger weg! Tut mir leid, Baby. Da wären wir, Mr. Marley. Lucre Island. Ah, Lucre Town. Die größte Stadt im Dreiinselreich. Danke, Mr. Käse. Wäre es beim nächsten Mal vielleicht möglich, die Dramatik der Überfahrt etwas zu reduzieren? Hm. Oh nein, es wird doch kein nächstes Mal geben, oder? Ich hoffe nicht. Einmal war wirklich genug. Okay, ich gehe jetzt in die Stadt. Ihr bleibt hier und bewacht das Schiff. Sicher, ich verstehe. Hm. Der Kapitän trifft alle Entscheidungen. Sag mal, die gehen aber nicht... Die gehen in alle möglichen Richtungen, nur nicht in die Richtung... Ach. Ups. Was? Zu verkaufen? Irgendwer verhökert hier Fisch. Das hebe ich nicht auf. Hm. Nein, Guybrush. Nein, böser. Nein. Komm, geh mal da unten rum. Irgendwer verhökert hier Fisch. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nö, scheinbar nicht. Ich glaube, der Pier ist hier zu Ende. Da sollen wir also nicht weiterlaufen. Verdammt, es ist immer noch pink. Was hämmert er denn da? Können wir mit ihm reden? Ahoi, Mr. Käse! Was gibt's? Gute Arbeit, Sie haben uns sicher in den Hafen gebracht. Wo ist Otis? Was macht das Schiff? Wann können wir in See stechen? Nun gut, bringen Sie das Schiff auf Vordermann, während ich weg bin. Was macht das Schiff? Wann können wir in See stechen? Sobald ich das Ruder, den Mast und das Deck repariert habe. Was ist mit dem Ruder? Ach, nichts. Es hat nur bei der Fahrt über diesen Wellenbrecher was abbekommen. Nichts, was ich nicht reparieren könnte. Mhm. Und was mit dem Mast? Was ist mit dem Mast? Er hat nur einen leichten Knacks bekommen, als sich das Schiff auf den Klippen zur Seite geneigt hat. Nichts, was ich nicht reparieren könnte. Okay, und was ist mit dem Deck? Was ist mit dem Deck? Tja, irgendein Blödmann hat Mama, hilf mir in die Bohlen geritzt. Das sind verdammt tiefe Kratzer. Aber ich habe alles im Griff. Das war wohl Otis. Gut, ich überlasse das Ihnen. Hey, danke.
Gute Arbeit, Sie haben uns sicher in den Hafen gebracht. Danke. Es wäre hilfreich, wenn Sie die Seekarten beim nächsten Mal nicht als Untersetzer verwenden würden, Captain. Ups. Wo ist Otis? Wo ist Otis? Der nutzlose Faulpelz? Was weiß der nicht? Als Sie weg waren, ist er einfach abgehauen. Vermutlich fault er vor sich hin. Na toll. Wo ist Otis? Der nutzlose Faulpelz? Als Sie weg waren, vermutlich. Ja gut, bringen Sie das Schiff auf... Gut. Bringen Sie das Schiff auf Vordermann, während ich weg bin. Ja. So, das heißt, Galionsfigur. Das ist die zweitschönste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Ja. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Was? Mit diesem Boot kamen einige Nordlichter mit lustigem Akzent an. Mhm. Was ist das da oben? Da ist ein Entenküken drauf. Bestimmt die Entenstandarte. Das hebe ich nicht auf. Oh. Da oben ist... Aber ich wollte erstmal zu Carla und ein bisschen mit Carla reden. Hey Carla, was willst du? Wo ist Otis? Wo ist Otis? Auf Landurlaub. Und? Warum bist du nicht an Land? Irgendjemand muss schließlich das Schiff bewachen, während es unser Mr. Superschlau-Käse wieder in Ordnung bringt. Ja. Nun, da du ja hier festsitzt, soll ich dir etwas aus der Stadt mitbringen? Was denn zum Beispiel? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht umgesehen. Ja, das solltest du vielleicht. Mach weiter, Carla. Bleibt mir was anderes übrig? Nö, scheinbar nicht. Aber, ich sehe da schon, Kanzlei von WTD steht da oben drauf. Ich glaube, da sollen wir ja hin. Die Hafenbehörde von Luker Island. Okay. Ich gehe da besser nicht rein. Am Ende sprechen sie mich noch auf die Verwüstung an, die mein Navigator im Hafenbecken hinterlassen hat. Mhm. Ach, wie süß. Oh. Was? Verwende Uhr? Nee, erstmal angucken. Nein, Finger weg. Was? Finger weg. Wir stoppen damit unsere Zeit. Eine Schachuhr. Ah. Finger weg. Wir stoppen damit unsere Zeit. Na gut. Und? Ja? Darf ich als Nächster? Sicher. Es könnte aber noch eine Weile dauern. Oh, warum? Weil Schach ein Spiel ist, das stundenlange Konzentration erfordert. Mhm, und? Und? Wer gewinnt? Schwer zu sagen. Anscheinend spielt Mr. Santiago eine Variante der Barbarino-Eröffnung. Wenn das so ist, müsste ihn mein Kaplan-Manöver aus dem Konzept bringen. Ah, ja, natürlich. Wie Guybrush geschielt hat, so... was? Was? Hey, ein dreiköpfiger Affe! Kann ich jetzt spielen? Nein. Und? Wer gewinnt im Moment? Keine Ahnung. Das weiß ich selbst nicht. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Aber wir können ja noch mit dem korpulenten Schachspieler sprechen. So. Ja. Darf ich als Nächster? Sicher, wenn es dir nichts ausmacht, einige Stunden zu warten. Oh, warum so lange? Ich sage dir warum. Weil sich dieser Fettarsch von Pirat hier nicht länger als 2 Minuten konzentrieren kann. Was kann ich dafür, wenn mir so viele wichtige Fragen durch den Kopf gehen? Du meinst vermutlich Essensfragen, was? Das ist ja unerhört. Es ist unerhört, dass du nichts siehst. Bist du endlich fertig? Oh nein, das dauert noch Stunden. Oh. Und? Wer gewinnt? Schwer zu sagen. Ich habe Senor Castanedas Dame mit meiner Montgolfier-Eröffnung in die Enge getrieben. Aber ich fürchte, dieser elende Halunke blockiert mich mit einer Estrada-Barrikade. Ja, ich verstehe. Ja. Heilige Macaroni. H.G. Wells auf Zeitreise mit einem Korb voller Macaroni. Wo? Tut mir leid, muss wohl eine Lichtspiegelung gewesen sein. Was? Wow, ist das nicht Garry Kasparov? Wo? Ups, mein Fehler. War nur ein Ölfleck. Was? Oh Gott, eine Phalanx aufpolierter Trilobiten. Wo? Der lässt sich also ablenken. Guter Zug, Schlaumeier. Das zählt nicht. Du kennst die Regeln.
Was liegt, das liegt. Aber. Regeln sind Regeln, Kumpel. Gut. Geht das jetzt ewig so weiter? Okay, sprechen wir mit dem Dünnen. Verzeihung. Ja? Psst. Nicht bewegen. Der Raptor ist genau hinter Ihnen. Igitt. Auf Ihrer Schulter sitzt ein Skorpion. Der lässt sich irgendwie... Hey, da oben! Was? Ich lasse Sie dann mal weiterspielen. Der lässt sich nicht ablenken. Aber der andere, der Korpulente... Verzeihung. Ja? Ihr Freund ist anscheinend sehr konzentriert. Ist dir das auch schon aufgefallen? Senor Castaneda spielt außergewöhnlich diszipliniert. Ja. Sobald er sich in einer Aufgabe vertieft hat, kann ihn nichts und niemand ablenken. Außer? Ja? Ja. Tja, er ist scharf auf Brittany, die Bankmaus. Mhm. Interessant. Okay. Castaneda hat also eine Schwäche für die Kleine am Schalter, was? Oh ja, er trägt immer ein Bild von Brittany über dem Herzen. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Vielen Dank. Okay, also irgendwie müssen wir die ablenken. Ich weiß auch noch nicht warum, aber wir müssen die irgendwie immer ablenken. So.